Pep war bei Andi Ladisch in Fichtach. Wir haben ein Vorher-Nachher-Styling mit dem Promi-Friseur verlost. Und heute ist es soweit. Herr Ladisch, was haben Sie mit unserer Gewinnerin Christina heute vor? Mit Christina werden wir eine spezielle Frisur aussuchen. Das heißt, sehr stark angelehnt an den diesjährigen Trend 2008 und 2009 übergreifend mit Eigenschaften von den aktuellen Stars wie Rihanna, Agnes Stein, Armani's Topmodel oder auch wie Germany's Next Topmodel, die aktuelle Gewinnerin. Worauf sollte man speziell bei Christinas Frisur achten? Bei der Frisur von Christina ist sehr wichtig, dass es nicht zu viel Produkt hat, weil sonst wird es zu sehr nach Friseur und das ist genau das, was wir nicht wollten. Wir wollen, dass es lässig wird, cool und sowohl auch für den Alltag als auch zum Clubbing am Abend sehr gut tragbar ist. Zum Haarschnitt bei unserer Gewinnerin Christina habe ich im Speziellen ein Element wieder aufgegriffen, was in den 70er Jahren sehr, sehr groß in Mode kam. Und zwar nennen sie das Ganze Undercut, das heißt, die Haare im unteren Bereich und im Nacken sind kürzer geschnitten. Das Deckhaar bleibt länger und überlappt und wirkt fransiger, lässiger, gibt der Haar und der Frisur mehr Struktur und wirkt dadurch lebendiger und nicht mehr so aufgesetzt, gleichmäßig, zum Teil auch bieder. Zur Farbe im Speziellen haben wir Töne verwendet, die sehr typgerecht sind. Das heißt, Christina ist ja eher ein heller Typ, dementsprechend haben wir das mit Highlights unterstrichen. Zusätzlich habe ich noch eine Farbkombination mit eingebaut, das heißt, Farben sind ja wieder sehr modern, die Fliesenfarben sind modern, die unter anderem Farbschorschierungen zeigen, das heißt, speziell mit den Kupferschorschierungen haben wir eine Farbkombination erzielt zwischen kalt und warm, was ja eigentlich ein Widerspruch ist, ist aber insofern toll, weil es sehr, sehr modern ist und der Trägerin das gewisse Etwas noch zusätzlich verleiht. So, Christina, jetzt bist du fast fertig. Du hast deinen Haarschnitt bekommen, deine Haare sind gefärbt und du bist geschminkt. Bist du schon gespannt und aufgeregt, wie dein Styling komplett später aussieht? Ja, natürlich ist man aufgeregt. Man weiß ja nicht, was man einem erwartet. Aber ich bin guter Hoffnung. Wir sind auch mal gespannt, dann schauen wir mal. Für das Styling unserer Gewinnerin Christina habe ich mir überlegt, eine Variante zu finden, die zweimal umzustylen ist. Das heißt, eine Möglichkeit mehr für den Alltag und das Ganze legerer, lässiger, alltagstauglicher zu gestalten. Aber auch, wir werden eine Variante ausprobieren, die sehr intensiv ist, mit Smoky Eyes, wo das Make-up auch immer eine sehr große Rolle spielt bei uns und die Haare ein bisschen mondäner sind, um auch mal Clubbing zu gehen oder für einen schönen Galaabend. Haben dabei natürlich auch verschiedene Farben eingesetzt, um Farbschorschierungen zu bekommen und auch verschiedene Finish-Produkte, die sozusagen nicht zu viel dem Haar zumuten, das heißt nicht zu overdressed aussehen, auf der einen Seite aber auf der anderen Seite das Ü-Tüpfelchen für den kompletten Style sein werden. So, Christine, jetzt bist du fertig. Und wie bist du mit dem Endergebnis zufrieden? Ja, ich bin wirklich sehr zufrieden. Mir gefällt es ganz gut und ich bin total überrascht, welche Veränderungen ich durchgemacht habe. Aber ich bin echt super zufrieden und vor allem auch die Massagestühle beim Haarewaschen sind sehr angenehm.